Moin und herzlich willkommen. Nach der Saison ist vor der Saison. Und gerade deshalb fiebern bereits jetzt in diesen Tagen schon wieder viele auf den Start der Bundesliga-Saison hin, um wieder live dabei zu sein. Und dann strömt man natürlich wieder in die Stadien, trifft sich mit Freunden oder aber eben, man geht in die Kneipe nebenan, um zu schauen, wie die eigene Mannschaft spielt. Und eine entscheidende Frage ist immer dann, wer ist denn eigentlich da zusammen? Und vor allem, wer ist Fan von wem? Fan von Werder Bremen? Oder aber Fan vom BVB? Oder aber zum Beispiel Fan vom FC Bayern? Und dann, wenn man sich outet, dann gibt es immer eine Reaktion. Die Reaktion auf die Aussage, ich bin Bayern-Fan, die kenne ich. Bayern, die geht doch gar nicht. Die sind arrogant, die haben so viel Geld, kannst vergessen und. Wer sich als Fan outet, der erhält eine Reaktion. Von bis. Toll oder daneben. Das gilt nicht nur für Fußballfans. Der Abt der Domitio Abbey in Israel, Jerusalem, erzählt, jedes Mal, wenn ich mit meiner Ordenstracht über die Straße gehe, werde ich angespuckt, weil ich Christ bin. Im Evangelium dieses Sonntags hören wir von Jesus, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das, was Jesus deutlich macht, ist, also, wer Fan von ihm sein will, der muss zu ihm stehen. Der muss bereit sein, Dinge zurückzulassen, aber der muss auch bereit sein, zu akzeptieren, dass man für ihn gehasst wird, das Kreuz auf sich nehmen für ihn. Die wahren Fußballfans kennen das. Sie stehen zu ihrem Verein, egal was kommt, ohne Wenn und Aber. Machen viele Touren, lassen sich beschimpfen, aber sie sind treu. Jesus möchte uns einladen, dass auch wir ihm treu sind, in unserem Alltag. Das fängt bei kleinen Dingen an. In einem Restaurant beim Essen ein Kreuzzeichen zu machen. Am Sonntag zu sagen, ich gehe in die Kirche. Auch wenn manche das nicht verstehen. Und. Ich wünsche Ihnen allen und mir auch, dass wir treue Fans sind von Jesus. Ihm nachfolgen, weil er uns zusagt, dann wird dein Leben gelingen und du wirst die Freude am Leben finden. In diesem Sinne Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.